schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Abendschau. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Die Abendschau wie immer live und diesmal auch noch ein bisschen luftiger und auch grüner, denn unser Studio, das ist heute die IGA, die internationale Gartenausstellung. Das Neueste vom Tage, so sind Sie es von uns gewohnt. Hier sind unsere Themen im Überblick. Retter, Verstärkung für die Feuerwehr. Planscher, trockene Zeiten in Mitte. Und Siedler, im Schatten des Staus. Die Feuerwehr, die kommt einfach nicht zur Ruhe, auch nicht an so einem Sonntag. Da hat sie volles Programm, aber in dem Fall haben sie das selbst so eingefädelt. Denn heute dabei sollte die Plansche doch eigentlich saniert werden. Naja, Vanessa Koggegei, die hat sich mal auf den Weg gemacht mit einem kleinen Umweg zu ihm nach Mitte. Von so viel Spaß beim Planschen wie bei diesen Aufnahmen am Nordbahnhof vor einigen Jahren können Anwohner in der Weidemeierstraße in Mitte nur träumen. Dieser Spielplatz, auch als Plansche bekannt, ist seit 2013 wegen baulicher Mängel stillgelegt. Statt Wasserfontänen schießt hier nur noch Unkraut in die Höhe. Heinz Gutknecht hat lange kein Kinderlachen mehr hier gehört und findet das traurig. Sie haben uns ja Ihr Thema zur ehemaligen Plansche hier in der Weidemeierstraße geschrieben. Was ist denn hier für Sie das große Ärgernis? Ja, das Ärgernis ist, es ist eine wunderschöne Gegend gewesen, wo die kleine Kinder geplanscht haben im Sommer bei dem Wetter wie jetzt. Und 2013, zu Beginn der Saison, stand plötzlich dieser Zaun hier. Mit dem Schild, in diesem Jahr finden hier Reparaturen statt und der Hinweis auf nächstes Jahr geht's weiter. Das war 2013. Seitdem ist nichts passiert, zumindest nicht an der Baustelle. Dafür liefen im Hintergrund die Planungen beim Grünflächenamt. Wir haben mit der Planung begonnen und wollten die Plansche ursprünglich rekonstruieren. So war unser Gedanke. Das haben wir auch nach mehreren Bürgerbeteiligungsverfahren, Einbeziehung der Kita, der Behindertenschule hier in der Nähe, denn zum Abschluss gebracht. Und in 2015 haben wir dann leider festgestellt, ist zwar ein toller Plan, der sieht auch super gut aus, aber uns fehlt's Geld. Aber es gibt gute Nachrichten, ein neues Förderprogramm, eine neue Chance für die Plansche. Die Zusage war da, doch um dem Denkmalschutz gerecht zu werden, musste vieles neu geplant werden. Diesmal hatten wir das Geld und diesmal können wir alles, das, was sich die Menschen hier gewünscht haben, auch tatsächlich realisieren. Und da sind wir sehr glücklich und nun hoffen wir, dass es in der 32. Woche dann irgendwie Mitte, Ende August auch wirklich losgeht. Eine Kollegin informiert weitere Anwohner über die Pläne. Eine Liegewiese mit Wasserflächen und Sitzgelegenheiten soll entstehen. Eine tolle Neuigkeit, wenn das Bauvorhaben dann bald wirklich umgesetzt wird. Dennoch hat sich das Amt nicht mit einem Bauunternehmen preislich einigen können. Dass Kinder wieder planschen können wie damals, das wollen viele Anwohner. Für die Kinder, die hier gerne planschen wollen, die hier spielen, für die ist es ein Paradies. Heinz Gutknecht sieht das genauso. Doch die Ausschreibung für das Bauvorhaben könnte noch etwas dauern. 26 Planschen gibt es momentan in Berlin. Mit etwas Glück kommt dann im nächsten Jahr wieder eine hinzu. In Mitte gilt also weiter das Prinzip Hoffnung.